So, Freunde, wir gucken uns jetzt mal die bisher besten Packs von EA FC 24 von deutschen FIFA-YouTubern bzw. EA FC-YouTubern an. Und ja, lasst immer hier einen Daumen nach oben auf dem Stream-Highlight-Kanal da, abonniert den Kanal und wir gehen rein. Mal gucken, was hier so alles gezogen wurde. Ich weiß von vielen, was sie gezogen haben, aber noch nicht alles. Carbacks, let's go. Deswegen gucken wir einfach mal. Oh, Trailblazer! Oh, Robertson, Digga! Im ersten Pack! Ah, was? Let's go! Let's go! Im ersten Pack, Alter! Andy Robertson! Was ist der Wert? Du Maschine, Junge! Tanz für mich! Zeig deine Moves, Digga! Ich finde, die Animation sieht echt geil aus. Also die Kartendesigns, wirklich, die Kartendesigns macht 10 von 10 bei EA, muss man sagen. Das sieht so geil aus. 30k, das schmeckt geil, Digga! 45% Believer. Das ist geil, Digga. Also ich sag sogar ehrlich, ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht sogar behalte. Findet ihr also 200k? Ich hätte halt ein bisschen mehr sogar gedacht. Oder ist das Lost? Weil der hat halt diesen Raserei-Playstyle Plus. Das ist halt schon... Ja gut, was? Raserei hat der? Ist eigentlich geil für Außenverteidiger, ne? Ja. Also ich glaube, er wird sich geil spielen. Ich behalte ihn erstmal. Arnold, komm, zweiter Pick. Gönn, bitte. Die müssen gönnen. Gönn! Ach, da bin ich sogar. Mit meinem Neymar, Alter. Let's go! Let's go! Das war die erste Weekend League. Super Neymar! Er kommt zu mir! Let's Skill ist da! Neymar, du wolltest kommen, da bist du! Ach geil, und jetzt macht die EA auf einmal Playstyle Plus Tricks da raus, bis sie das behoben haben. Katastrophe, ja. Ist das geil, ey. Oh mein Gott. Einfach, ey, was? Einfach Super Neymar! Ist das geil? Das ist schon lächerlich. Seit ein paar Tagen kannst du keinen Playstyle Plus benutzen. Was kostet der? Also diesen, bitte, kostet noch 400k. Diesen, Ding jetzt. Untrade, behalte ich auch super. 290k. Trickster Plus. Nur mit Kustan nehme ich dich auch, Bruder. Please walk out. Messi wenigstens. Ist erst die Baller, ne? Doppelworkout maybe? Auf korrekt? Ja, komm mal, please, das kann nicht wahr sein. Es gibt so viele Spieler, die du mir Oh mein Gott. Der hat den sogar untrade. Kennt ihr diese Lache von Thaddäus, wo der auf dem Fahrrad ist? Junge, so geil. Du gibst mir einfach Doppel-Neymar, Mann. Boah, das tut mir leid. Okay. Ich habe gerade Fußball geschaut. Und jetzt habe ich die Konsole angemacht, weil ich habe was Krankes gezogen auf der App, auf der Handy-App. Ich habe einfach 350 FIFA-Points-Pack geöffnet. Und jetzt pass auf, was passiert ist. Das kannst du keinem erzählen. Es ist meine zweite Icon, die ich gezogen habe, Fernando Torres. Was? Und jetzt kommt's. Man denkt erstmal so bei Fernando Torres, erster Blick so, okay, so 300k-Spieler, dachte ich. Freunde, der hat so gute Stats, der kostet was? 780. Alter, ich wusste gar nicht, dass Tabak Torres gezogen, habe ich gar nicht mitbekommen. Womit hab ich und nicht Siri Kelmer untrade, ach geil. Icon, ich hab eine Icon gezogen. Icon. Yashin! Nein. Hä, nein, es ist Oblak und eine Icon. Oblak und eine Icon. Makelele. Makelele. Digga, Furki steht einfach 140-0 in der Weekend League oder so, ne? Der Typ ist doch krank, Alter. Der ist doch geisteskrank. Steini. Perfekt, Bruder. Ich zieh immer privat. Hero Nummer 6. Er hat ja nicht sogar da meinen Stream geschaut oder so? Ja. Ich gucke gerade nebenbei Raw. Mach mal kurz ein bisschen leiser. Ein Snyder, Junge. Bald haben wir alle durch und wir haben noch kein Doppelt gezogen. Hero Nummer 6. Auf gemütlich. Ich habe gerade Video geschnitten. Ich guck jetzt Raw. Und da Hero Nummer 6. Cool. Backsteini. Ich habe noch keine einzige gezogen dieses Jahr. Ey, mein Pack lag dieses Jahr so bodenlos. Ne, mein bester war Neymar aus den Weekend League Rewards, halt Untrade. Dann Icon Riquelme. Und wer war noch? Dembele zweimal, das war's. Ich habe mal keinen Spieler über 400k gezogen. Ja, bei Tizi, Digga, da kommt jetzt R9 irgendwas. Oha. Oh, das ist stabil, Digga. Das ist richtig stabil. Da ist er doch. Maschine, Digga. Alter, das Hansen ist richtig stark, stabil. Erstmal Hansen gezogen. Die ist mehr wert als der Haaland, Digga. 800k, Junge. Was? Digga, das ist unser bestes Pack. Unser
Das ist wirklich unser Bestes. Das ist unser bestes Päckchen! Was? Pack 800k? Aber es soll sein. Kannst du einfach. Ich guck die Szene und ich sehe ja nur. Ich denk so, hey, was soll das sein? Ach du Scheiße! Einfach die teuerste Spielerin bis heute. Ich gehe sogar so weit, das ist die teuerste, weil die ist wertstabil, Jungs. Das ist eine Vollkarte. Die ist nicht so wie Neymar getroppt, sondern das ist wirklich bis jetzt unsere teuerste Karte, die wir gezogen haben. Warum ist das krank, Alter? Was hat Stefan da gezogen? Ach, wie ich De Bruyne? Ja, der checkt das nicht, ne? Das sieht komisch aus. Hä? Ist da noch irgendwas dahinter? Hast du das nicht gedreht bei dem? Wow, noch Rashford, Alter. Was ist das für ein Pack? Landon Donovan, Rashford und De Bruyne. Ich glaube, was hat er mir mal geschickt bei WhatsApp, hatte ich, als ich ihn mal gefragt hatte. Hat er mir, glaube ich, sogar dieses Pack geschickt. Alter, Donovan, okay. Rashford und De Bruyne. Was ist das für ein Pack? Bro, das ist krank, Alter. Dann haben wir noch KDB, kostet, glaube ich, auch um die 80-100k. Und dann Rashford noch Rashford. 200. Oh mein Gott, 250k. Junge, das Pack ist einfach 450k wert oder so, ne? 500k. Aha. Wart so, oh Icon. Mein Gott. Icon hinten dran. Icon hinten dran. Oh mein Gott, Icon, welche mehr? Oh shit, Patrick Vieira, Junge. Halt's Maul. Oh. Vieira? Die best investierten 30 Euro, die ich je gesehen habe. Patrick, 30 cm, Vieira. Woher? Ist das krank? Okay. Das ist geil, Icon. Das ist der Icon! Das bin ich. Das ist der Icon! Junge, das war dieser Moment. Soll ich es freuen oder soll ich mich nicht freuen? Und dachte ich mir aber, egal, cool, Icon ist Icon. Einfach ein Icon gezogen. Kann man sich auch mal drüber freuen, Leute, oder was sagt ihr? Icon Riquelme! 88er! Let's go, Alter! Na, leider Untrade. Aber ist egal, nehme ich mit. Scheiß drauf. Warte mal, wer war der erste Walkout? Gar nicht gesehen. Ja! Icon! Nur weil ich gesagt habe, Doku Startelf, meine erste Icon! Let's go, Alter. Oh mein Gott. Das ist schon geil, Levin. Aro? Mein Ernst, das. Magic Mike. Was ist das denn hier? Das Double? Wen hat ein Faro da noch gezogen? Ist das? Vinicius. Oh! Nein! Oha, Alter. Eine Million. Nein. Junge, wie kann man so einen Packlack haben? Der Typ zieht Pelé? Der Typ zieht Vinicius, das ist ja Wahnsinn, Alter. Bruder, Vinicius? Ich hatte in dem Pack einen 85er. Ich hatte nicht meinen Walkout. Ich hatte nicht meinen Walkout in dem Pack. It's small. Alter, aber Untrade, ne? Spielt er den? Furki? Zambrotta. Was? Das ist gut aus dem 87er Pack, ne? Zambrotta ist sehr gut. Der ist doch locker 400k wert oder so, ne? Den kann man auch safe spielen. Ey, ich habe meins noch gar nicht geöffnet. Ich werde meins auch öffnen noch. Ja, ne Big L. Ja, was? Ja, 500k L. sogar? 500k. Zambrotta, komm mein Team, Bro. Kaching dumm. Holland. Halt's Maul. Bitte. Ist es doch der, oder? Nee! Ich muss den Bastard. Digga, wieder in die Kamera kommt. Bitte, müssen wir mal gucken. Der boxt die Kamera. Guck mal, wie nah das schon ist. Der, oder? Oh, Junge, es ist einfach Super Saiyan 3 geworden, Alter. Ihr Bastarde hier. Junge, ihr Bastarde. Jetzt sieht was gut aus, ob sie dann, ihr Bastarde. Aber gib mir lieber nächstes Mal besseres Gameplay, ihr Alter. Boah. Verdammt, 200k, danke. Krank, Alter. Junge, was für Packs mit dabei sind. Heftig, ey, was da alles gezogen wurde. Krank. Schon gute Sachen mit dabei, aber. Paar hatten wir auch, glaube ich, schon beim letzten Mal gesehen. Willi hatte ja noch Pelé gehabt, Hamed hatte Pelé gehabt, also die beiden Heroes Pelé. Ja, gab noch ein paar weitere, aber ist auch, glaube ich, schwer, alles so zu finden, ne?